Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei WoW Vanilla. Ich muss mal eben kurz, glaube ich, den Ton ein bisschen leiser machen. Ja. Gut. Uns fehlt noch ein Auftragsmörder. Und ich glaube, das ist schon einer. Ja, oh Gott, gehe ich mal einfach hier hin direkt. Chat bin ich überall drin. Passt. Ja, heute ist Silvester. Der 31.12.2020. Ich erinnere mich noch an an Zeiten, wo ich vor 7, 8 Jahren für meinen Kanal so ein Neujahrsvideo gemacht habe. Meistens war es dann immer so, dass ich muss zu Silvester nach Bremen gefahren bin. 2 oder 3 Mal war das, glaube ich, so. Das fand ich immer sehr lustig. Dieses Jahr ist nichts davon. Gelsepries. Aber ich werde es überstehen. Ich mache mir einen schönen Abend mit meiner Freundin und ansonsten. Das ist fairer, das. Und ansonsten lasse ich es ruhig angehen. Ich meine, gehen wir mal von der Prämisse aus, wir hätten kein Corona. Und alles wäre erlaubt und so wie eh und je, wahrscheinlich wäre ich trotzdem zu Hause geblieben. Also ich bin echt ruhig geworden, was das angeht. Sehr, sehr ruhig. Und so bin ich hier jetzt am 31.12. um 17.07 Uhr in der Welt of Warcraft. Und ich glaube übrigens, dass dieses Jahr ein Silvester in der Retail-Version gibt es hier mal ein Silvesterfeuerwerk. Ich weiß gar nicht, ob das in der Vanilla-Version auch so ist. Und ich glaube, dass einfach dieses Jahr sehr, sehr viele Leute dieses Feuerwerk sich angucken werden. Wobei, also ich weiß, bei uns ist jetzt, glaube ich, in Niedersachsen kein Böllerverbot. Ich meine, ich verstehe den Sinn hinter diesem Böllerverbot. Es ist ja auch, das verstehen einige Leute auch nicht. Es ist nicht die Tatsache, dass man irgendwie glaubt, dass man durch diese Böllerei irgendwie mehr Corona-Infektionen hätte. Ja, klar gibt es dann vielleicht größere Zusammenkünfte von Personen, wo man sagen könnte, das könnte jetzt auch nochmal das Infektionsgeschehen irgendwie steigern. Aber wir reden ja hier, ich rede jetzt primär von so privater Böllerei und so. Und wenn man sich das mal überlegt, klar, auf der einen Seite wird es nicht das Infektionsgeschehen verschlimmern, aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass gerade an Silvester immer sehr, sehr viele Leute ins Krankenhaus müssen wegen etwaigen Verletzungen in Verbindung mit der Benutzung von solchen Silvesterböllern. Und das wiederum ist das Argument, was ich hier auch nachvollziehen kann, dass man wirklich sagt, das geht jetzt gerade nicht. Wir brauchen unsere Kapazitäten einfach primär für die Corona-Patienten. Und wenn jetzt irgendwie nur das Aufkommen an akuten Verletzungen infolge von Silvesterböllerei irgendwie da in den Krankenhäusern auftauchen, dass das dann irgendwann unter Umständen ja schwierig sein könnte. Also es ist gar nicht so die Tatsache, das muss man sich einfach bewusst machen, es ist einfach nicht die Tatsache, dass man Angst hat, dass das Böllern an sich irgendwie die Infektionsrate irgendwie verschlimmern würde, dass es zu mehr Infektionen kommen würde, sondern es dient tatsächlich einfach dem Schutz der Krankenhäuser vor Überlastung. Und unter der Prämisse kann man es auch einfach nachvollziehen. Was ich dann wiederum nicht nachvollziehen kann,
dass man keine bundeseinheitlichen Regeln hat, sondern dass das irgendwie von Bundesland zu Bundesland, von Region zu Region irgendwie anders ist. Weil es auch irgendwie so eine gewisse Ungerechtigkeit ist, ja. Da kann man ja irgendwie doch so ein bisschen irgendwie den Aspekt der Kollegialität irgendwie hineinführen und sagen, gut, selbst wenn in einem Gebiet die Krankenhäuser nicht so belastet sind wie in einem anderen, verzichten wir jetzt alle samt kollegial aus Böllern, um da auch so ein Aspekt der das ich weiß gerade gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, halt einfach der Kollegialität irgendwie damit reinzubringen. Sagen, ihr seid dann jetzt nicht alleine, sondern wenn ihr darauf verzichten müsst, dann verzichten wir auch. Und was ich auch nicht verstehe, ist, warum man ein Böllerverbot nicht macht, aber ein Böllerverkaufsverbot. Weil für mich geht das Hand in Hand. Ganz klar. Wenn ich böllern darf, dann soll ich dann nicht Böller kaufen dürfen. Ja, also das hat mir noch keiner irgendwie logisch erklären können, warum man das Böllern erlaubt, auf privaten Grundstücken jetzt zum Beispiel. Wir reden ja jetzt nicht von den Böllereien irgendwie in der Öffentlichkeit, ja. Da gelten ja sowieso Ausgangssperren. Kann ich noch nicht wirken. Das heißt, in der Hinsicht bewegen wir uns ja gar nicht in diese Richtung. Sondern es geht wirklich um das Böllern auf dem eigenen Grund und Boden. Vielleicht will man damit auch einfach nur generell so einen gewissen Riegel vorschieben, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, gut, wenn wir ein Verkaufsverbot haben, dann stacheln wir das Ganze nicht irgendwie noch zusätzlich an. Ich meine, wenn man Böller kaufen könnte, in den Mengen, wie das sonst so ist, dann könnte man eventuell dafür sorgen, dass noch mehr Leute irgendwie böllern. Ja? Dass man quasi so einen Anreiz schafft. Und wenn man halt dieses Böllerverbot einführt, das Böllerverkaufsverbot, man muss ja wirklich unterscheiden zwischen Böllerverbot und Böllerverkaufsverbot, dass man dann dafür sorgt, dass irgendwie bei weniger Leuten irgendwie so ein Anreiz zur Böllerei geschaffen wird. Also kann durchaus vorstellen, dass das der Grund ist, wenn ich drüber nachdenke. Ich meine, wenn man eine Diät macht, dann geht man ja auch nicht freiwillig in den Süßigkeitenladen und stellt sich dann vor die Regale. Sondern wenn man doch irgendwie früher besser dran oder glücklicher mit der Tatsache, dass es irgendwie verboten wäre, Süßigkeiten zu kaufen. Das ist ja letztlich auch der gleiche Grund hinter dieser Zuckersteuer. Aber das ist auch wieder eine ganz andere Sache. Dass man einfach irgendwie so versucht, den Anreiz zu nehmen, sich solche Sachen zu kaufen. Dass das nicht so ganz funktioniert, das sieht man ja zumindest irgendwie an der Tabaksteuer, ne? Also, obwohl Rauchen so teuer ist, gibt's genügend Leute, die rauchen. Aber das ist jetzt langsam Äpfel mit Birnen vergleichen. Das macht weniger Sinn. Das war übrigens gerade wieder mein Diffuser, der ausgegangen ist. Und ich glaube, dass er ausgegangen ist, weil kein Wasser mehr drin ist. Also ich pumpe hier mittlerweile, glaube ich, bestimmt zwei bis drei Kaffeetassen Wasser hier in das Zimmer. Ich weiß nicht, wie viel Wasser ist da. Ist dann so eine Tasse 200-300 Milliliter. Guck mal hier, wir werden hier Ewigkeiten dran sitzen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ding wegbekomme hier. Keine Ahnung. Stört mich jetzt auch nicht sonderlich. Ich glaube, das muss man hier. Ja. Ich glaube, ich kann auch schon mal direkt in die Hütte, hier in diese Palisade reingehen. Ist mir sowieso nicht ganz ersichtlich, diese ganze Konstruktion hier. Ich meine, auf der einen Seite muss man gucken, man hat hier wirklich diesen Palisadenwall gebaut, um
anscheinend irgendwie potenziell hier was innen drin zu schützen. Aber hier dieses Tor wird gar nicht bewacht. Also ist nicht speziell von zwei Wachen. Ich brauche übrigens keine Ahnung, nicht genug, wo diese Lieferung sein soll. Auf jeden Fall mal kurz was trinken. Ich bin außer Reichweite. Da haben wir aber eine Kiste. Jetzt lasst mich doch mal lügen. Ja. Ich guck da jetzt mal rein. Oh shit. Okay, das sind doch ein paar mehr da drin, egal. Eigentlich wollte ich ja eher zu der Kiste da. Flüchten übrigens sehr gerne mal nach rechts hier. Kann ich noch nicht wirken. Da geht's rein. Vielleicht bin ich doch hier richtig. Noch eine Piratenschließkassette. Ja, ich hab das Ding halt schon, ne? Brauch's nicht nochmal. Wo ist eigentlich die Karte? Hatte ich nicht die Karte? Ich bin ein wenig durcheinander. Könnte sein, dass ich die verkauft habe. Ah, kann ich nur hoffen, dass ich die nochmal komplett zusammenbekomme. Ich verstehe das nicht. Ich hatte doch extra noch, geguckt. Und die Quest war doch, dass ich hier irgendwie hin muss. Da will ich erst die Scheißkarte verkauft habe. Das lädt immer noch auf.
Ja, selbst wenn. Das ist mir dann irgendwie auch zu doof, also. Ist das hier? Da sind Kisten. Ja, das ist es. Das ist es. Sind hier zwar mehrere Lieferungen, aber gut. Ja, liebe Leute, ich mache dann an dieser Stelle auch erstmal einen Cut und wir hören uns übermorgen wieder. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen guten Rutsch, auch wenn ihr es wahrscheinlich, ja, was heißt wahrscheinlich, ihr werdet es erst im neuen Jahr hören. Ja, aber ansonsten, ich hoffe, ihr seid gut reinrutscht. Das kann ich euch an dieser Stelle wünschen. Wir hören uns übermorgen. Macht's gut, bis dahin, ciao.